Servus zusammen und willkommen zum ersten Freebooters Fate Battle Report hier auf dem Kanal. Genau genommen sogar zum ersten Battle Report überhaupt hier auf dem Kanal. Gespielt wird Piraten gegen Schatten. Damit noch einmal ein herzliches Hallo und Servus. Ich freue mich, euch endlich den ersten Spielbericht bringen zu können. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir gleich zu den Mannschaften und der gespielten Mission. Fangen wir mal an mit den Piraten. Oder mal allgemeine Information. Wir spielen hier ein Starter-Set-Spiel. Piraten, die alte Starterbox der Piraten gegen die Starterbox der Schatten. Und das bringt uns zu den Piraten. Dort haben wir dabei als Anführer Kapitän Rosso mit seinem Feuersturm, als Gefolge einen Piraten und einen Cuchillo und dann als Spezialistin Curly Anne dabei. Ohne jegliche Zusatzausrüstung, das ergibt genau 255 Dublonen für die Piraten. Und dann hier kommen wir zu den Schatten. Bei den Schatten haben wir als Anführer dabei den Flüsterer, als Gefolge einen dunklen Piraten und einen Schleicher und als Spezialistin der Schatten die Banshee. Das ergibt bei den Schatten 230 Punkte. Damit hatten wir dann noch 25 Punkte übrig, die in Ausrüstung investiert wurde. Einmal in aufgeblähter Körper für den Flüsterer, um ihm einen zusätzlichen Lebenspunkt zu verleihen. Dann um noch ein bisschen besser durchhalten zu können, hat er für 5 Punkte dunkler Nebel bekommen. Dafür kann er für das Ausgeben einer Schattenmacht entweder verbergen, agil oder verschleiern bekommen. Und aufgeblähter Körper hat auch 5 Punkte gekostet. Und dann die teuerste Ausrüstung und auch die letzte, beziehungsweise alle drei nur für Schattencharaktere, ist die Verhüllung. Diese kostet insgesamt 15 Punkte und geht auf die Banshee. Und die Verhüllung bringt uns diesen Effekt bei der Banshee. Der Schattenspieler, jedes Mal, wenn sie Lebenspunkte verliert durch einen Angriff eines gegnerischen Modells, wird eine Schicksalskarte gezogen. Sollte diese weiß sein, dann wird die Hälfte des erlittenen Schadens abgerundet als Blutschuld an den Angreifer zurückgeworfen. Sie erleidet dann nur noch den restlichen Schaden und bei einer schwarzen Schicksalskarte passiert nichts und sie bekommt den ganzen Schaden. Und damit schauen wir uns mal die Mission an. Gespielt wird aus dem hier Tales of Longfall Nummer 5 Buch Szenarien die Schatzsuche. Dazu werden in einem Bereich diagonal über das Spielfeld, 20 cm breit, 4 Marker platziert, die die Schätze repräsentieren, beziehungsweise mögliche Schätze. Dazu dienen uns die 4 Marker vorne, die ihr seht, in grau. Die werden dann noch anders kommen, aber jetzt fürs erste Mal bleiben die mal so. Hier auf dem einen ist auf der Unterseite eben ein Kreuz in gelb, das ist dann der Schatz und die anderen 3 Marker werden dann Fallen, die ausgelöst werden, sobald man diesen Schatz untersucht, beziehungsweise diesen Marker. Und wie gesagt, in einem diagonalen Streifen, der über das Spielfeld geht, 20 cm breit, werden diese 4 Marker abwechselnd platziert. Und die beiden Mannschaften werden dann in den gegenüberliegenden Ecken zueinander aufgestellt, wo sich eben der Bereich dann auch nicht befindet mit den Schätzen. Die Aufstellungszone beträgt dann
jeweils von der Ecke weg 30 cm in beide Richtungen und bildet damit ein Dreieck, in dem die Mannschaften dann aufgestellt werden. Ja, und wir platzieren jetzt, hätte ich gesagt, die Marker, die Mannschaften, und dann sehen wir uns gleich zu Runde 1. Kurze Info aus der Zukunft. Ich habe vollen Respekt vor den Leuten, die schon mal einen Spielbericht gemacht haben. Es kommt dort so viel zusammen, neben dem eigentlichen Spiel selbst, auf das man achten muss. Das bedeutet auch bei uns, wir haben Spielfehler gemacht. Das wollte ich nur mal vorab wegschicken. Ich habe auch zum ersten Mal die Schatten jetzt in der neuen Edition gespielt, nach dem offiziellen Release der Schatten. Und zum Beispiel bei den Schatztruhen, wenn dort eine Falle unter dem Marker war, haben wir vergessen, eine Trefferzone zu ermitteln und auf kritischen Treffer zu prüfen, sondern wir haben nur den Schaden angewendet. Und es könnte noch sein, dass an der ein oder anderen Stelle Schattenmachtpunkte nicht verteilt wurden, die man bekommen hätte müssen aufgrund ausgeschalteter Modelle. Das kann vorgefallen sein, vielleicht noch Kleinigkeiten, aber das nur mal vorweg. Jetzt zum Spielbericht, viel Spaß! Und hier haben wir jetzt das Spielfeld aufgebaut, das Szenario und die Mannschaften auch schon platziert. Bei den Ereigniskarten sind auch die aus dem Kartendeck der Schatten mit dabei, da wir eben auch Schatten als eine Mannschaft dabei haben. Die anderen Karten für Mystik und Boote sind hier nicht dabei. Alle anderen Karten haben wir mitgenommen. Dann zur Aufstellung. Die Piraten haben hier drüben aufgestellt auf dieser Seite. Die Piraten haben auch die Aufstellung gewonnen und konnten sich dann die Aufstellungszone aussuchen. Sie haben sich für diese Seite entschieden und wie wir hier sehen, ganz aus Sicht der Piraten, auf der rechten Seite haben wir den Gefolge Piraten, dann Curly N und Rosso etwas mittiger aufgestellt hinter dem Felsen und hier ganz vorne am Ende der Aufstellungszone, ganz in der Ecke, der Cuchillo, der dann nach vorne gehen soll zu den Missionszielen. Das so vom Gedanken her, wieso die Modelle so aufgestellt wurden. Zu den Missionsmarkern komme ich dann gleich noch. Zuerst aber noch die Schatten. Diese haben hier drüben aufgestellt. Auch hier, wenn wir uns das ansehen, eine ähnliche Aufstellung. Auf der rechten Seite in dem Fall haben wir die Benji. Die möchte anscheinend recht schnell ins Haus hinein. Dann in der Mitte der Flüsterer und der dunkle Pirat und ganz außen als doch ein schnelleres Modell der Schleicher, weil wir kommen jetzt zu den Missionsmarkern. Wir haben hier hinten einen Schatzmarker, und hier in der Mitte gibt es noch einen Schatzmarker und hier am Ende des Spielfeldes haben wir gleich zwei, die dort recht nah beieinander sind, aber der Aufstellung entsprechend mindestens 10 cm voneinander entfernt. So schaut das Ganze dann aus von der Aufstellung der Mannschaften. Und ich würde sagen, wir legen mal los als kleine Info dann noch vorab. Hier diese schwarzen Marker verwenden wir für die Schattenmacht, um diese anzuzeigen. Und zur einfacheren Verständnis für euch zum Mitverfolgen. Die dunklen Angriffskarten sind für die Schatten und die helleren für die Piraten. Und dann noch Munition bei den Piraten mit weiß dargestellt, damit man das auch alles erkennen kann. Dann hätte ich gesagt, starten wir in Runde 1. Dann sind wir jetzt in Runde Nummer 1. Und wir bestimmen gleich mal als erstes die Initiative. Die Schatten fangen an. Der Flüsterer hat eine Moral von 6. Zusammen mit einer 3 ist er auf 9. Und die Piraten, Rosso hat eine Initiative von 8. 8 und 6 ist 14. Also haben die Piraten die Initiative in Runde 1.
Und noch als Information, die Schatten haben zu Beginn des Spiels entsprechend der Schattenmachtpunkte, die hier angegeben sind, insgesamt 4 Schattenmacht bekommen, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen. Okay, und damit sind die Piraten an der Reihe und können sich aussuchen, ob sie starten möchten. Arrogant wie die Piraten nun mal sind, hatten sich natürlich Rosso und seine Crew dazu entschieden zu beginnen. Und zwar als erstes aktiviert gleich mal Kapitän Rosso selbst und gibt mit seiner ersten Aktion einen Befehl an Curly Anne, damit sich diese nach vorne bewegt, ihre 10 cm hierher, und mit seiner zweiten Aktion bewegt sich Rosso dann ebenfalls 10 cm nach vorne, hierhin, und damit ist seine Aktivierung beendet. Noch eine kurze Information bezüglich dem Gelände, das ihr hier seht. Bei diesem Gelände, verwenden wir so, wie es hier ist. Von der Höhe her und für die beiden anderen Hügel ist der Entschluss gefallen, hier, dadurch, dass die genau ums Stückchen zu niedrig sind, so dass man hier schön drüber sehen könnte, haben wir gesagt, okay, man kann den oberen Bereich hier nicht drüber sehen, sondern erst wenn man hier vorbeisehen kann, dann besteht Sichtlinie. Ansonsten ist das einfach ein bisschen höher, als es tatsächlich ist, und man kann nicht drüber sehen und keine Sichtlinie ziehen. Bei den Schatten hat sich der Schleicher dazu entschieden zu aktivieren, und zwar mit einer komplexen Aktion Bewegung. Hier gerade nach vorne, 20 cm, um schnellstmöglich zu diesem Missionsmarker hier hinten dann zu kommen. Als nächstes der Cuchillo, der Piraten, der hat sich auch gleich mal dazu entschlossen, es dem Schleicher gleich zu tun, und bewegt sich hier komplex 20 cm nach vorne. Bei den Schatten aktiviert als nächstes die Benji. Diese möchte hier in das Gebäude rein und sagt gleich eine komplexe Aktion Bewegen an. Mit 10 cm geht es sich nicht ganz aus, und dann mit den restlichen 10 cm der Bewegung geht sie ins Haus rein und nutzt aber gleich ihre Fähigkeit Körperlos, um sich dann hier direkt ins obere Stockwerk hineinzustellen, da sie damit die Höhenunterschiede bei der Bewegung ignoriert und auch durch Wände gehen kann. Jetzt sind wir schon wieder bei den Piraten, und es aktiviert auch sofort der Pirat und wird auch hier sich in Richtung der Missionsziele hier bewegen, weiß aber noch nicht ganz genau, ob in diese Richtung oder hierhin. Der dunkle Pirat aktiviert und bewegt sich auch komplex hier in Richtung der Fässer, um dahinter Deckung zu suchen. Die letzte Aktivierung von den Piraten in Runde 1, und diese geht auf Curly Anne, die die Schatztruhe hier schon sieht und sich gleich mal darauf zubewegt mit einer komplexen Aktion Bewegung. Als letztes bei den Schatten ist der Flüsterer an der Reihe. Da noch alles viel zu weit weg ist, bewegt auch er sich nur in dem Fall an das Gebäude hier heran. Steht dann am Ende hier hinter dem Gebäude in Base-Kontakt mit diesem. Und das war es dann auch schon mit Runde 1. Ist recht schnell natürlich vorbei bei nur 4 Figuren pro Seite. Aber wir sehen uns damit sofort und recht schnell jetzt in Runde 2. Bevor wir jetzt zur Initiativermittlung in Runde 2 kommen, bekommen die Schatten erstmal am Ende der Runde 1 Schattenmacht, und zwar für jede angefangenen 200 Punkte eine Schattenmacht. Wir spielen 255 Punkte, also sind das 2 Schattenmacht, die sie jetzt zubekommen, und der Flüsterer hat hier noch eine Sonderregel Dimensionsriss 1, die noch einmal eine Schattenmacht dazu gibt. Und damit kommen wir jetzt zur Initiativermittlung für die zweite Runde.
Die Schatten beginnen mit dem Ziehen, weil sie in der letzten Runde die Initiative nicht hatten. Initiative 6 plus, also Moral 6 plus 7 ist 13. Und die Piraten 8 und 3 ist 11. Also gewinnen jetzt für die Runde 2 die Schatten die Initiative. Die Schatten haben sich jetzt auch dazu entschlossen, gleich als erstes anzufangen und aktivieren gleich den Schleicher als erstes mit seiner Bewegung von 10. Da dieser sehr offen steht und hier im Bild rechts oben ist Curly Anne zu sehen, die wahrscheinlich sehr gut auf ihn schießen könnte, um aus dem Schussfeld zu gelangen, haben sich die Schatten jetzt entschlossen, den Schleicher als erstes zu aktivieren und auch direkt einen Schattenpunkt hier auszugeben, um seine Bewegung um plus 1 plus 2 zu steigern. Bei den Schattenmachtfähigkeiten, bei den Regeln steht dabei, dass diese Effekte einmalig zählen. Jetzt wissen wir nicht, bedeutet das, man kann diesen Effekt der Bewegung nur einmal haben oder man kann auch eine zweite Schattenmacht ausgeben, um dann in diesem Fall eine zusätzliche Bewegung von plus 2 plus 4 zu bekommen, statt der plus 1 plus 2 durch nur eine Schattenmacht. Da wir es nicht wissen, haben wir jetzt nur eine Schattenmacht angewendet und der Schleicher bewegt sich mit plus 1 plus 2 zusätzliche Bewegung und macht eine komplexe Aktionbewegung nach vorne. Also sind das dann insgesamt 22 cm, wie er sich hier dann in diese Richtung bewegt. Es ist sich nicht ganz ausgegangen, wir haben es schon vorher abgemessen bis zum Missionsziel, aber so steht er zumindest mal hinter Deckung und außer Sicht von Curly Anne. Als nächstes aktiviert bei den Piraten Curly Anne, weil sie schon hier in der Nähe des Schatzmarkers steht. In der ersten Aktion bewegt sie sich an den Schatzmarker heran mit 10 cm und mit der zweiten Aktion Gegenstand benutzen zieht sie sich den Marker an. Es ist kein Schatz, es ist eine Falle. Damit wird jetzt eine Schicksalskarte gezogen. 4 wurde gezogen, damit bekommt die Hälfte des Schadens aufgerundet, in dem Fall eben 2 Schaden. Curly Anne als Schaden, der hier auf ihrer Karte abgestrichen wird. Der Schatz verschwindet, der Marker vom Spielfeld. Als nächstes aktiviert hier der dunkle Pirat und bewegt sich nach vorne, weil er eigentlich noch immer nicht wirklich was sehen kann. Und zwar mit seiner einfachen Aktion Bewegung hier und geht dann hier in die Richtung der Mitte, weil es hier dann auch keine Marke mehr gibt und schaut dann, ob er hier in Richtung der anderen Schatzmarker runterkommt. Als nächstes bei den Piraten aktiviert Kapitän Rosso. Dem ist natürlich nicht ganz verborgen geblieben, dass hier das kein Schatz gewesen ist, wo Curly Anne gerade nachgesehen hat und auch, dass der Schleicher hier schon recht weit nach vorne gekommen ist. Daher hat er sich dazu entschlossen, den Piraten einen Befehl geben zu wollen mit seiner ersten Aktion, damit sich dieser bewegt. Wir messen mal nach. Ja, es geht sich gerade noch so aus. Damit kann sich der Pirat hier seine 10 cm herunter bewegen und Rosso selbst bewegt sich noch einmal Richtung Gebäude hier nach vorne mit seiner zweiten Aktion und ist damit fertig. Nächste Aktivierung der Schatten. Es aktiviert der Flüsterer und möchte gleich eine Schattenlauf durchführen. Das kann er machen, weil er im Base-Kontakt ist mit dem Gelände. Dafür gibt er eine Schattenmacht aus und kann sich somit seine doppelte Bewegung bewegen und könnte dann auch noch einen Angriff durchführen. Und diese doppelte Bewegung kann von einem Geländestück direkt zu einem anderen führen. Und das möchte er jetzt auch machen, um hier schnellstmöglich nach vorne zu kommen, zu den noch übrigen Schätzen. Und wir haben dafür auch schon vor dem Spiel gesagt, okay, die Gebäude und auch die Hügel sind Geländestücke, daher kein Problem, sich hier zu bewegen, sofern das von Entfernung her ausreicht. Er steht hier hinten an dem Gelände. Von diesem Geländestück, vom Gebäude zum
Hügel sind es knapp 19 cm, also das geht sich aus. Und damit stellt er sich hier hinter die Wand, vielleicht so ausgerichtet, dann an das Geländestück heran, auch im Base-to-Base-Kontakt, um hier durch das höhere Gelände, kann er hier jetzt auch aktuell nicht gesehen werden, ist aber hier schon recht weit bei den beiden Schätzen dabei, bei den Markern. Als nächstes möchte sich der Pirat aktivieren, und zwar er möchte versuchen, sich hier nach vorne zu bewegen, um Sichtkontakt zu bekommen auf dem Schleicher hinter dem Haus, und möchte dann auf diesen schießen, wenn möglich. Zuerst die Bewegung hier gerade nach vorne, 10 cm. Ja, wenn wir schauen, der Pirat sieht den Schleicher, damit kommt es zum ersten Angriff im Spiel. So, und die Trefferzonenkarten sind schon gewählt. Der Pirat hat zwei Angriffskarten und der Schleicher zur Verteidigung drei Karten. Jetzt messen wir die Entfernung. Wir befinden uns in 20 cm, das heißt 30 cm ist die Reichweite der Pistole. Wir befinden uns also in Schussreichweite, aber über halber Reichweite, also sollten wir treffen, wird der Treffer mit Stärke 4 abgehandelt. Ansonsten auf kurze Reichweite wäre es Stärke 6 gewesen. Und zwar der Pirat hat als Angriff den linken Arm und den Kopf und zur Verteidigung. Der Kopf wurde verteidigt, der linke Arm geht durch, denn den hat der Verteidiger nicht, sondern es wurde noch der Unterleib und der rechte Arm ausgewählt. Der linke Arm trifft. Dann kommen wir zur Schadensermittlung, wie gesagt auf lange Reichweite, Stärke 4 und 9 ist 13. Und der Schleicher hat einen Widerstand von 2, ist 7. Damit bekommt der Schleicher 6 Punkte Schaden, was genau seinem Lebenspunktewert von 6 entspricht. Also scheidet er aus dem Spiel leider aus. Und statt ihm wird ein Schemen platziert auf dem Spielfeld, der jetzt verweht wird. Der Schemen würde jetzt dann normalerweise vom Piraten aus wegfliehen, wie eine normale Fluchtbewegung, wie bei Panik, und sich danach automatisch sammeln. Die Schatten haben aber einen Schattenpunkt ausgegeben, damit das Modell an Ort und Stelle stehen bleibt und nicht verweht wird, weil hier an der Stelle auch nichts mehr passieren kann, da der Pirat ja schon aktiviert ist. Als letztes Modell bei den Schatten aktiviert die Benji. Sie bewegt sich hier mit der ersten Aktion bewegen an das Fenster heran und möchte dann als zweite Aktion einen Schuss auf Curly N versuchen, weil sie diese hier durch die Höhe sehen kann, und gibt dazu eine Schattenmacht aus für den Schuss selbst, weil es ein Schattengeschoss ist, und eine zweite Schattenmacht, um die Reichweite um 10 cm zu erhöhen, weil ihr Todeskuss hat eine Reichweite von 20 cm und das wird sich vermutlich nicht ausgehen, aber eventuell mit 30 cm. Doch, geht sich aus, die Base wird hier berührt. Damit ist Curly in Reichweite und wird beschossen. Sie befindet sich innerhalb der langen Reichweite, weil es gerade so noch die 30 cm sind. Das heißt, der Schuss wird mit einer Stärke von 4 abgehandelt, sollte er treffen. Und damit kommen wir zur Treffermittlung. Die Benji möchte den Torso und den Kopf angreifen. Curly Ann hat sich verteidigt mit dem Kopf, es wird ausgecancelt. Und dann linker Arm und Beine. Der Torso geht durch und es kommt nun zur Schadensermittlung. Mit Stärke von 4 abgehandelt plus 8 ist 12 und die Verteidigung hat eine 2 plus 2, also das war eine Stärke insgesamt von 12. Curly N hat einen Widerstand von 3 und die 2 macht 5, sind 7 Punkte Schaden.
und die Piraten bekommen noch eine Ereigniskarte dazu. Damit hat Curly Ann jetzt noch 2 Lebenspunkte, ist mittlerweile im grauen Bereich, also muss sie einen Moralwerttest machen, befindet sich hier aber innerhalb der Reichweite von Rosso, wenn wir schauen, ja, es geht sich aus, kann daher seinen Moralwert verwenden, also eine Schicksalskarte, eine 9, das ist zu hoch, Moralwerttest nicht geschafft und Curly Ann verfällt in Panik und läuft 2 Karten davon, 10 cm vom Angreifer, also nach hinten dann weg, 10 cm in Panik. Wir werden für den Panikmarker hier diesen roten Marker dazulegen, damit wir es wissen. Das war jetzt schon eine ganze Menge Schaden, die Curly Ann hier einstecken musste und in Panik ist sie auch noch. Nicht so klasse, aber kann man leider nicht ändern. Okay, was haben wir jetzt noch mit unseren Piraten? Als letztes noch unseren Cuchillo, der kann hier nicht sonderlich viel machen. Der wird hier einfach auf den nächsten Schatz sich zubewegen mit komplexer Aktion. Er kommt gerade ans Missionsziel ran, kann aber nicht mehr machen, weil er keine Aktion mehr übrig hat. Das war dann auch schon Runde Nummer 2, es ist doch ein bisschen was passiert. Hier der Schleicher wurde uns weggeschossen, hat sich in einem Schemen verwandelt und ist stehen geblieben, kann aber leider nichts mehr machen, weil der Schleicher selbst schon aktiviert hatte in dieser Runde. Und hier hat dann die Banshee einen Schuss abgegeben auf Curly Ann und diese gleich mal in die Flucht geschlagen und einiges an Schaden angerichtet. Die Schatten haben durch den Verlust des Schleichers, als sich dieser aufgelöst hat, den Rauch aufgelöst hat, natürlich noch einen Schattenmarker bekommen und jetzt am Ende von Runde 2 bekommen wir wieder 2 Schattenmarker dazu aufgrund des Ende des Spiels und durch den Dimensionsriss des Flüsterers noch einmal einen. Damit sind wir wieder auf 6, sind die Schatten wieder auf 6 Schattenmacht und wir können die Initiative bestimmen. Diesmal beginnen die Piraten. Rosso hat eine Moral von 8 und 7 ist 15 und der Schleicher hat seine Moral von 6 und wieder 2 geht die Initiative wieder zu den Piraten über und die Schatten bekommen noch eine Karte hier, eine Ereigniskarte dazu. Hier ein kurzer Überblick über das Spielfeld zu Beginn von Runde 3. Wir haben hier den Cuchillo, stehen an einem Schatz, hier ist noch ein weiterer Schatzmarker, dann hier hinten steht der Flüsterer, hier im Gebäude die Banshee und der dunkle Pirat davor. Und da hinten auf der anderen Seite haben wir den Schemen und hinter dem Gebäude den Piraten und hier dann noch Curly Ann auf der Flucht und Rosso. Und dann schauen wir mal, mit was begonnen wird. Und zwar es beginnen die Piraten mit dem Cuchillo und erste Aktivierung den Schatz umdrehen. Nein, ist auch eine Falle. Damit ziehe ich mal einen Schicksalscut und schaue mir das an. Eine 6, das heißt der Cuchillo bekommt 3 Punkte Schaden. Und mit der zweiten Aktion möchte sich dann der Cuchillo in Richtung des anderen Markers bewegen. Aktiviert hier bei den Schatten als nächstes auch der Schemen und bewegt sich hier mal weg mit seinen Aktionen, um dann eventuell in späterer Folge dann noch verschmelzen zu können. Bei den Piraten aktiviert als nächstes Rosso, und zwar möchte er einen Sammelruf einsetzen, damit sich Curly Ann versuchen kann zu sammeln. Macht vielleicht bei einem Modell nicht so viel Sinn, aber wenn das erfolgreich sein sollte, kann Curly Ann danach noch ganz normal mit ihrer Aktion aktivieren und noch etwas in dieser Runde machen. Also erste Aktion Sammelruf. Moral kann sie von Rosso mit 8 verwenden, 6 ist geschafft. Damit kann sie sich ausrichten, Panik ist weg und Curly Ann ist gesammelt
Und mit seiner zweiten Aktion möchte sich Rosso dann nach vorne bewegen an die Wand. Damit geht wieder die Aktivierung zu den Schatten. Bei den Schatten aktiviert nun der dunkle Pirat. Der möchte sich hier einmal mit einer einfachen Aktion nach vorne bewegen. 8 cm weit, um dann auch hier, also nicht ganz 8 cm, um hier dann vielleicht noch in Deckung zu bleiben hinter dem Hügel, und möchte mit seiner zweiten Aktion hier auf den Cuchillo schießen. Wenn wir uns das ansehen, der Cuchillo hat hier den Sichtbereich, das heißt, der Dunkelpirat befindet sich hinter ihm. Er hat also eine Verteidigungskarte weniger, und da sich das mit der Reichweite vermutlich nicht ausgehen wird, setzt der dunkle Pirat noch 2 Schattenmachtpunkte ein, um seine Reichweite seiner Pistole von 20 auf 40 cm zu erhöhen. Ja, 20 cm wäre bei weitem zu wenig gewesen. Wir sind auf 33 cm, also lange Reichweite auf jeden Fall. Und der dunkle Pirat schießt auf den Cuchillo. Okay, der Cuchillo hat natürlich noch eine dritte Schattenmacht ausgegeben für den Schuss, den er abgibt. Alternativ hätte er natürlich auch einen Lebenspunkt verlieren können über eine Blutschuld, um zu schießen, weil die Schatten ja keine Munition haben. Also, der dunkle Pirat möchte auf den Torso schießen und auf die Beine. Der Cuchillo, der nur eine Verteidigung von 2 jetzt hat, da er im Rücken getroffen wird, hat ebenfalls den Torso zur Verteidigung gewählt, cancelt also den Torso aus, dieser kann nicht getroffen werden, und als zweites den Unterleib, den hat der Angreifer nicht gewählt gehabt, damit gehen die Beine durch, es wird ein Treffer erzielt und Schaden ermittelt. Und zwar, der dunkle Pirat hat eine Stärke von 4 auf lange und auf kurze Reichweite mit seiner Pistole, und eine 7, also 11 insgesamt. Der Cuchillo hat eine Verteidigung von 2 und 4 ist 6. Das heißt, 5 Punkte Schaden für den Cuchillo. Das reicht aus, um den letzten Lebenspunkt beim Cuchillo wegzunehmen. Daher scheidet dieser als Verlust aus dem Spiel aus. Und was wir vorhin vergessen haben, hier haben wir es jetzt dran gedacht, hier ist es nicht mehr nötig, einen kritischen Treffer zu ermitteln. Im Falle bei Curlien wäre es aber notwendig gewesen. Das haben wir vergessen. Beim nächsten Mal werden wir dran denken. Damit ist auch hier jetzt ein Charakter bei den Piraten weg. Und Curlien bereits ziemlich angeschlagen. Als nächstes aktiviert der Pirat. Der hat noch nicht aktiviert in Runde 3. Und dieser bewegt sich hier nach vorne an das Missionsziel mit 2 Bewegungen. Das nächste aktiviert die Banshee. Die wollte zuerst auf Abwarten gehen, die hat aber so eine kurze Reichweite, dass sie sich entschlossen hat, jetzt doch komplex nach vorne zu gehen. Durch körperlos kann sie die Einschränkungen vom Gebäude ignorieren, kann durch die Wand hindurchgehen und auch den Höhenunterschied, und bewegt sich jetzt einfach hier 20 cm nach vorne und stellt sich hier hinter das Gebäude, hinter den Hügel, wo sie nicht gesehen werden kann. Damit aktiviert als letztes dann bei den Piraten in Runde 3 Curlien. Sie bewegt sich hier in diese Richtung mit einer einfachen Aktion, Bewegung, und möchte dann versuchen, auf die Banshee zu schießen. Bewegt sich hier hin, kann die Banshee so gesehen dann ganz gut sehen und wird diese auch jetzt angreifen. Jacques Curlien hat mit ihrer Muskete eine Reichweite von 50 cm. Das geht sich reichweitentechnisch auf jeden Fall aus. Das sind sogar 20 cm und ein bisschen was. Das heißt, wir befinden uns tatsächlich in kurzer Reichweite. Damit haben wir die linke Stärke von 7, mit der wir Schaden anmachen würden, sofern Curlien treffen würde. Sie würde hier Kopf und die Beine attackieren. Den Kopf hat auch die Banshee zur Verteidigung, ansonsten aber noch den Torso und linken Arm. Der Kopf wird also verteidigt, die Beine gehen durch
und damit wird eine Schadensermittlung gemacht in den Beinen. Wie gesagt, wir haben jetzt Stärke 7 und 3 ist Stärke 10 insgesamt. Die Banshee hat eine Verteidigung von 2 und 10 ist 12, also kein Schaden. Glück gehabt nochmal, die Banshee hat also keinen Schaden bekommen und Curly Anne hat ihre Munition verbraucht. Der Flüsterer gibt wieder eine, aktiviert als letztes bei den Schatten, gibt einen Punkt Schattenmacht aus, um wieder einen Schattenlauf durchzuführen und möchte sich jetzt hier an das Gedöns heranbewegen mit dem Schattenlauf, wo dann auch direkt das der Missionszielmarker ist. Das geht sich auch locker aus mit den 20 cm, weil wir haben hier die Kante auch hier definiert als Geländestück. Das geht sich natürlich bei weitem aus und damit stellt er sich hier in Base-Kontakt hier hin, so mit dem Döns. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, mit einem Marker sich in Kontakt zu stellen. Wir werden es mal so spielen. Bitte gerne in die Kommentare, falls das anders möglich ist. So, und das war jetzt auch schon Runde Nummer 3. Es ist hier doch ein bisschen was passiert. Jede Seite hat mittlerweile ein Modell verloren. Und wir kommen wieder zur nächsten Runde. Zu Ende Runde 3 haben die Schatten jetzt wieder natürlich 3 Schattenmacht dazu bekommen. Und damit gehen wir in die Initiativebestimmung für Runde 4. Initiativebestimmung Runde 4. Die Schatten beginnen. Flüsterrad Initiative 6 und 4 ist 10. Und die Piraten 8 und 5. Damit haben die Piraten wieder die Initiative. Da sie wieder die Initiative gewonnen haben, möchten die Piraten auch starten in Runde 4. Und zwar, weil sich die Möglichkeit ergibt und Curly N ihre Muskete bereits abgeschossen hat und diese aufgrund schwerer Waffe komplex nachladen müsste, entscheidet sie sich stattdessen zu aktivieren und einen Sturmangriff anzusagen auf die Banshee von hier vorne. Curly N hat eine Bewegung von 10 cm und kann sich mit Sturmangriff bis zu 20 cm weit bewegen und sollte sie dann noch in den Nahkampf kommen, auch noch eine Nahkampfattacke durchführen. Das geht sich gerade nicht aus, wir sind etwas zu kurz. Damit bewegt sie sich ihre volle Bewegung und bleibt direkt vor der Banshee stehen. Bei den Schatten aktiviert der Schemen, um sich hier in Base-Kontakt mit Curly N zu bewegen, mit Komplex, um auch auf diese Art dem Beschuss von Rosso zu entgehen, der hier eine schöne Sichtlinie hätte ziehen können zu ihm. Und damit ist die Aktivierung der Schatten auch schon wieder vorbei und die Piraten sind an der Reihe. Aktivierung des Piraten. Da gibt die erste Aktion auf, verwendet er auf, um den Schatzmarker umzudrehen. Auch hier kein Schatz. Das heißt, er bekommt auch Schaden in Höhe einer halben Schicksalskarte. Okay, nur einen Schaden, Gott sei Dank, und eine Ereigniskarte. Und da das jetzt nicht der Schatz gewesen ist, bewegt er sich mit seiner restlichen Bewegung nach vorne mit seiner zweiten, weil ja mittlerweile jetzt klar ist, wo das Ganze hingeht, und steht dann hier vorne, denn es ist immer ein Schatzmarker übrig und der ist vorne auf der komplett anderen Seite des Spielfelds beim Flüsterer. Da wir jetzt wissen, wo sich der Schatz befindet, aktiviert auch als nächstes bei den Schatten sofort der Flüsterer, bewegt sich hier an den Marker heran, dreht diesen um und hat hier den Schatz gefunden, bekommt diesen jetzt und jetzt geht es darum, zurück in die Aufstellungszone zu kommen. Da es sich hier jetzt um einen mittelschweren Szenario-Gegenstand handelt bei dem Schatz, reduziert das die Bewegung des tragenden Modells um -1. Bei der Bewegung
während er diesen Gegenstand bei sich trägt. Bei den Piraten bleibt es nur noch Rosso übrig. Dieser wird auch hier noch retten, versuchen, was zu retten ist. Und zwar, er geht hier mit einer Aktion erstmal hier rein. So. Zweiten Aktion wird erstmal nichts machen und hier drinnen stehen bleiben. Der dunkle Pirat wird mit seiner Aktivierung auf Abwarten gehen und bei den Piraten haben somit schon alle Figuren aktiviert. Damit aktiviert hier noch zum Schluss die Banshee und wird mit ihrer ersten Aktion eine Attacke durchführen auf Curly N, beziehungsweise sich mit ihrer ersten Aktion dann eben ranbewegen, um den Base-Kontakt zu bekommen und mit der zweiten Aktion eine Attacke ausführen. Hier jetzt eine kurze Regelfrage an euch da draußen. Und zwar, wir werden das jetzt so spielen, dass der Shaman eine Unterstützung gibt. Wir haben jetzt auf die Schnelle noch nichts gefunden, dass das nicht der Fall ist. In dem Fall bedeutet das jetzt, die Banshee greift an mit in dem Fall ihren zwei Grundattacken plus eine Attacke durch die Unterstützung des Shaman hinzu. Die Banshee attackiert den Unterleib, den Torso und wieder den Kopf. Ich glaube, den haben wir jetzt schon immer die ganze Zeit dabei gehabt. Gegen die 3 Verteidigung von Curly N. Unterleib wird ausgecancelt und Torso und Kopf würden durchgehen. Die Banshee hat eine Stärke von 6 und zieht eine 4. Curly N verteidigt sich mit 3 und 8 ist 11. Hat Curly N nochmal Glück gehabt und bekommt keinen Schaden, da sie höher gezogen hat als die Banshee. Und damit ist dieser Nahkampf auch schon vorbei und Curly N bleibt hier im Nahkampf gebunden und hat Gott sei Dank keinen Schaden hiervon bekommen, von dieser Attacke, und ist noch mit 2 Leben nach wie vor im Spiel. Und dieser Angriff war auch die letzte Aktion in Runde 4 und wir kommen zu Runde 5. Die Schatten bekommen wieder ihre beiden Schattenmachtpunkte durch die Spielgröße und einen durch die Sonderregel des Flüsterers, sind somit auf stolzen 8 Schattenmachtpunkten. Und wir kommen zu Runde 5 und zur Initiative. Also Initiative Runde 5, dadurch, dass die Piraten in Runde 4 wieder begonnen haben, starten wieder die Schatten mit der Initiativebestimmung als erstes. Ich möchte aber vorher eine Karte spielen, und zwar hier die Voraussicht, und möchte mir die oberste Karte ansehen und dann bestimmen, ob ich diese oben oder unten legen möchte. Ich möchte diese Karte nach unten legen und damit können die Schatten jetzt der Initiative bestimmen. 6 plus 10, 16. Und für die Piraten, ja, okay. Damit starten die Schatten mit Runde 5. Damit starten wir als erstes auch gleich wieder hier, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit der Banshee. Diese attackiert mit ihrer ersten Aktion Curly N. Wieder mit 3 Attacken und 3 zur Verteidigung bei Curly N. Jetzt kann es dann zu viel werden mit nur noch 2 Leben. Aber schauen wir mal. Und zwar angegriffen werden der linke Arm, die Beine und der Unterleib. Das ist die erste Attacke. Beine oder der Unterleib durch. Ich werde den Unterleib auswählen für den Fall, es wird Unterleib ausgewählt für den Fall, dass Schaden verursacht wird. Das findet mit Stärke 6 statt. Und 4 wieder auf 10. Hat 3, hat 9. Und bekommt damit einen Schaden. Damit steht Curly N noch mit einem Lebenspunkt. Dann schauen wir, ob es ein kritischer Treffer ist. Ja, ist sogar ein kritischer. Im
Unterleib und noch einmal eine Ereigniskarte für die Schatten. Und dann kommt als nächstes noch der Moralwerttest von Curly N. Eine 5 gezogen. Sie hat aktuell Moral 4. Kann nicht den Moral von Rosso verwenden, weil er viel zu weit weg ist. Also flieht sie jetzt. 2 Schicksalskarten weit. Und sie flieht 12 cm. 12 cm hier nach hinten. Und hole, sie ist hier hinten und jetzt wieder in Panik. Also hier wieder einen schönen Panikmarker. Und da Curly N jetzt natürlich nicht mehr hier ist, wird sich die Banshee aber zurückziehen mit ihrer zweiten Aktion. Und hier Richtung des Flüsterers bewegen. Als nächstes sind die Piraten an der Reihe. Es wird der Pirat aktiviert, kann seine Waffe nicht abfeuern, möchte aber einen Sturmangriff ansagen, und zwar in den Rücken des Schemen. Das geht sich mit 20, nicht ganz 20 cm auch ganz gut aus und steht somit im Rücken des Schemen. Schemen wehrlos ist, kann er sich nicht verteidigen, und ich denke, hier haben wir jetzt auch die Frage bezüglich der Unterstützung. Da bei Wehrlos dabei steht, haben wir gerade gesehen, dass ein wehrloser Charakter sich nicht verteidigen und nicht attackieren darf, ist wahrscheinlich die Unterstützungsattacke von vorhin falsch gespielt worden, das hätten wir nicht bekommen. Aber bitte, falls wir das so jetzt richtig verstehen, auch in die Kommentare schreiben, und beim nächsten Mal werden wir es dann richtig machen. Auf jeden Fall, der Schemen ist wehrlos, das bedeutet, er wird automatisch getroffen. Dafür werden hier zufällige Trefferzonen ermittelt, wo er getroffen wird. Einfach die oberste Karte davon ziehen. Das sind jetzt die Beine. Der Schemen wäre in die Beine getroffen worden. Der Pirat hat eine Stärke von 7. Durch den Sturmangriff wird diese um 2 erhöht auf 9. Plus eine Schicksalskarte sind 6. Also insgesamt eine 15. Der Schemen hat einen Widerstand von nur 1, kann das eigentlich nicht überstehen, ist 9. Okay, kann er vielleicht doch. Es wären 6 Punkte Schaden. Der Schemen hat nur 4 Lebenspunkte und ist damit aus dem Spiel draußen. Hätte der Pirat jetzt nicht so viele Schadenspunkte gemacht, sondern weniger als 4, dann hätte der Schemen diese Lebenspunkte sofort wieder regeneriert und wäre ohne Lebenspunkte verloren zu haben, im Spiel geblieben. Somit sind die Schatten wieder an der Reihe. Es aktiviert der Flüsterer. Und dieser bewegt sich zweimal mit einer komplexen Bewegung nach Richtung der Aufstellungszone zurück. Kann sich damit 18 cm weit bewegen. Und kommt bis hierhin. Nimmt natürlich den Schatz mit und ist damit schon wieder durch. Dann versucht sich hier als nächstes Curly N zu sammeln. Eine Moral von 4. Das schafft sie nicht. Und damit zieht sie sich weiter zurück. So, jetzt sind wir einmal durchs komplette Schicksalskartendeck durch. Wir haben gerade neu gemischt. Wie gesagt, Curly N ist in Panik nach wie vor, hat aktiviert. Muss sich sammeln versuchen, hat sie nicht geschafft mit einer 8, also bewegt sie sich weiter weg, sie flieht wieder, sie zieht insgesamt eine 13 und muss sich jetzt in Richtung der nächsten Spielfeldkante hier jetzt bewegen. Es sieht danach aus, schätze ich mal, dass es hier rüber ist, in diese Richtung, mit 32 cm. Sind es sogar mit 30, also geht es in diese Richtung. 13 haben wir gesagt, ist hierher und sie ist weiter in Panik. Die Schatten aktivieren die Banshee. Diese sagt einen Sturmangriff auf den Piraten an. Möglicherweise könnte es sich mit den 10 cm ausgehen, aber vorsichtshalber einen Sturmangriff
Und wenn es wirklich über 10 cm sein sollten, bekommen wir noch den Sturmangriffsbonus. Also schauen wir mal. Die Angriffsbewegung. Ja, es sind über 10 cm. Daher, die Banshee bewegt sich mit einem Sturmangriff in den Nahkampf mit dem Piraten. Und schlägt jetzt da einmal auf diesen drauf. Mit plus 2 Stärke, falls sie treffen sollte. Ansonsten 2 Angriffskarten. Und der Pirat hat 3 Karten zur Verteidigung. Die Schatten spielen jetzt noch eine Ereigniskarte. Und zwar hier Schicksalsschlag. Und damit kann der Schattenspieler jetzt eine Schicksalskarte ziehen und diese verdeckt zur Seite legen, die nur er kennt, und diese dann irgendwann mal einsetzen, anstelle eine normale Karte zu ziehen. Damit greift die Banshee jetzt an, und zwar den linken Arm und die Beine. Und die Piraten haben folgende Verteidigungen: Torso, Beine und den linken Arm. Damit wurden beide Angriffskarten der Banshee abgeblockt und der Angriff ist beendet. Da hat der Pirat einiges jetzt an Glück gehabt. Und wir kommen wieder zu den Piraten. Die Piraten versuchen jetzt nun Curly N zu sammeln. Und zwar wieder auf ihren Moralwert von 4. Das ist schon eine 5 leider gezogen. Damit läuft Curly N 2 Schicksalskarten weiter. Insgesamt also 10 cm weit. Und die Piraten bekommen wieder eine Ereigniskarte. Aber zuerst mal die Bewegung, 10 cm bis hierhin, und damit ist die Aktivierung schon wieder beendet. Jetzt sind die Schatten wieder an der Reihe, hier noch der dunkle Pirat und der Flüsterer, die noch übrig sind, und wir werden auch den Flüsterer aktivieren, da der dunkle Pirat noch immer Abwarten auf sich hat. Wird es sich wieder komplex in Richtung Aufstellungszone bewegen. 18 cm bis hierhin. Und damit ist er jetzt schon auf einem ganz guten Weg in Richtung Aufstellungszone zurück. Jetzt muss Rosso schon langsam etwas unternehmen und ist auch der Letzte in der Runde, der aktivieren kann bei den Piraten. Auch wenn hier noch der dunkle Pirat steht mit Abwarten, hilft es nichts. Jetzt muss was passieren. Rosso aktiviert, bewegt sich hier aus dem Haus heraus. Dann hat er noch 8 cm übrig, um sich hierher zu bewegen, und wird dann einen Schuss auf den dunklen Piraten ansagen. Der dunkle Pirat nutzt jetzt aber sein Abwarten als erstes und feuert seinerseits auf Rosso. So, der dunkle Pirat gibt eine Schattenmacht aus, um seine Pistole abzufeuern, und noch eine weitere Schattenmacht, um seinen Fernwert seiner Pistole auf plus 2 plus 1 zu erhöhen. Damit schauen wir, welche Reichweite wir haben. Der dunkle Pirat hat eine Schussreichweite von 20 cm und gibt auch gleich noch zwei Schattenmacht aus, um die Reichweite zu erhöhen, um 20 cm, weil vielleicht geht sich das gar nicht aus. Dann messen wir. Okay, wäre sich tatsächlich nicht ausgegangen. Ist gerade außerhalb von 20 cm wäre das Ganze gewesen. Jetzt ist der Rosso aber in Reichweite aufgrund der plus 20 cm Reichweite, und der dunkle Pirat feuert nun. Dann wählen wir die Trefferzonenkarten. Der dunkle Pirat hat auf den linken Arm gezielt und auf die Beine. Den linken Arm habe ich verteidigt und die Beine Gott sei Dank auch. Als drittes hätte ich noch den Unterleib gehabt, und damit ist der Angriff vollständig daneben gegangen. Und Rosso kann seine zweite Aktion ausführen. Als seine zweite Aktion sagt Rosso eine einfache Aktion Feuersturm an. Er hat bisher noch überhaupt nicht geschossen, also hat noch alle 4
Pistolen voll geladen, verwendet zwei davon, die er jetzt abfeuert, um den Feuersturm durchzuführen. Wenn er den Feuersturm macht, bekommt Rosso plus eine Attacke im Angriff, kann also drei Trefferaktionenkarten auswählen statt nur zwei und bekommt auch noch einen Stärkebonus bei der Schadensermittlung. Vielleicht reichen dann diese plus zwei Stärke auch aus, um einiges an Schaden anzurichten. Wir wissen aufgrund des Schusses zuvor, dass wir etwas über 20 cm entfernt sind. Rosso hat eine Reichweite mit seinen Pistolen von 30 cm. Also er kann schießen, er ist in Reichweite, befindet sich aber auf lange Reichweite dadurch mit Stärke 5, die aufgrund des Feuersturms zu Stärke 7 wird. Und dann schauen wir mal uns an, was ausgewählt wurde für Trefferzonen. Und zwar Rosso möchte auf den linken Arm, auf den Kopf und auf den Unterleib schießen. Die hat er anvisiert und der dunkle Pirat verteidigt den Unterleib erfolgreich und auch den Kopf, hat aber als drittes noch die Beine ausgewählt gehabt, wodurch der Treffer in den Arm durchgeht. Und jetzt kommen wir zur Schadensermittlung. Rosso hat, wie gesagt, eine Stärke jetzt mit dieser Waffe von normalerweise 5 plus 2 aufgrund des Feuersturms plus eine Schicksalskarte von 8, dann ist er auf 15. Und der dunkle Pirat zur Verteidigung hat einen Widerstand von 2 und zieht eine 10, das ergibt zusammen eine 12. Der dunkle Pirat bekommt 3 Punkte Schaden. Damit hat der dunkle Pirat hier seine 3 Schaden bekommen und ist noch im weißen Bereich, beziehungsweise hat eh nur weißen Bereich, das heißt, muss keinen Moralwerttest machen. Und jetzt noch die Überprüfung bezüglich des kritischen Treffer. Ziehen wir eine Schicksalskarte, ist eine 2, also bekommt er noch einen kritischen Treffer hier zusätzlich in den linken Arm. Das hat sich schon mal ausgezahlt und war auf alle Fälle auch notwendig von Rosso, sich hier herauszubewegen. Und schließt damit auch die Aktivierung für diese Runde komplett ab. Und wir gehen in die nächste Runde über. Die Schatten haben aktuell noch 4 Schattenmachtpunkte. Bekommen wieder die 2 Schattenmachtpunkte aufgrund der Spielgröße. Plus einen Schattenmachtpunkt durch den Flüsterer. Initiativebestimmung für Runde 7. In der letzten Runde haben die Schatten begonnen. Daher ziehen jetzt als erstes die Piraten. Die Schatten haben sich jetzt dazu entschieden, noch den Moralwert durch das Ausgeben von 2 Schattenmachtpunkten von 6 auf 8 zu erhöhen. Damit ziehen jetzt die Piraten als erstes. 8 und 7 ist 15 und die Schatten haben jetzt auch 8 plus 8 ist 16, also gewinnen in dem Fall die Schatten die Initiative für Runde 7. In dieser Situation haben sich auch die Schatten dazu entschieden, als erstes zu aktivieren mit dem dunklen Piraten, das auf Rosso geben und Rosso zuerst aktivieren. Durch die Informationen aus der Vorrunde, wo wir wissen, dass Rosso und der dunkle Pirat weiter als ein bisschen mehr als 20 cm voneinander entfernt sind, damit hat Rosso jetzt alle 4 Schuss seiner Pistolen verschossen. Er hat durch den Feuersturm wieder 3 Angriffskarten und wir kommen zur Trefferermittlung. Rosso attackiert den rechten Arm, die Beine und den Torso. Die Beine werden verteidigt, aber ansonsten wurde Unterleib und Kopf gewählt. Das bedeutet, der rechte Arm bzw. der Torso werden getroffen. Und wir kommen zur Schadensermittlung.
und lasse den hier mal liegen. Rosso hat wieder auf lange Reichweite Stärke 5. Durch Feuersturm wird es zu Stärke 7. Plus eine Schicksalskarte von 3 ist eine 10. Und die Verteidigung des oder der Widerstand des dunklen Piraten ist 2. Und der entscheidet sich dafür, die vorhin zur Seite gelegte Schicksalskarte, die gezogen wurde, über die Ereigniskarte einzusetzen. Das ist eine 9. Zusammen mit der 2 eine 11. Also hat Rosso zwar getroffen, aber keinen Schaden verursacht. Wir bleiben hier auch gleich an Ort und Stelle. Benji aktiviert mit ihrer ersten Attacke. Die Piraten spielen jetzt die Ereigniskarte hinten anstellen, weshalb die Benji ihre Handlung aktuell nicht ausführen kann, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Runde. Aufgrund dessen wird jetzt der Flüsterer aktivieren und sich einfach in Richtung der Aufstellungszone mit dem Schatz wieder bewegen und das Spiel somit weiter zugunsten der Schatten stellen. Da so jetzt die Handlung der Benji unterbrochen wurde und stattdessen der Flüsterer ziehen musste, aktivieren die Piraten jetzt als nächstes den Piraten. Der Pirat wird mit seiner ersten Handlung ausholen, mit seiner ersten Aktion. Dadurch bekommt er plus 3 Stärke im Nahkampf. Und mit der zweiten Aktion greift er die Benji an. In diesem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich vernünftiger gewesen, nicht auszuholen, sondern zu zielen, um eine zusätzliche Angriffskarte zu bekommen. Aber angesagt ist angesagt, daher wird es auch so gespielt. Und zwar der Pirat attackiert den Unterleib und den Torso. Die Benji kann den Unterleib erfolgreich verteidigen, hat sonst aber noch Kopf und Beine, weshalb der Torso trifft. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Damit könnte jetzt einiges an Schaden durchgehen. Der Pirat hat in seiner starken Hand eine Stärke von 7. Diese wird zu 10 aufgrund des Ausholens. Plus eine Schicksalskarte ist insgesamt 16. Und die Benji hat einen Widerstand von 2. Plus 5 ist 7. Das heißt 9 Punkte Schaden. Die Benji hat 6 Lebenspunkte. Das ist nicht so viel wie der neuen Schaden, daher wird sie vom Spielfeld entfernt und durch einen Schemen ersetzt. Dieser Schemen flieht jetzt noch 2 Schicksalskarten weit aufgrund des Verwehens. Nur 4 cm weit, aber die Schatten bekommen eine zusätzliche Ereigniskarte. Also 4 cm vom Ziel weg. Und sammelt sich dann automatisch und kann sich dort auch wieder selbsttätig ausrichten, wie er das möchte. Und dann bekommen die Schatten noch eine Ereigniskarte. Damit kommen wir zur nächsten Aktivierung der Schatten. Der dunkle Pirat wird sich hier zuerst mit einer Bewegung runterbewegen von nur 8 cm, das war zu weit, und möchte dann auf Rosso schießen mit seiner zweiten Aktion. Dafür gibt er insgesamt 3 Schattenmacht aus, 2 Schattenmacht, um seine Reichweite wieder auf 40 cm zu erhöhen, weil wir wissen, dass das auf alle Fälle über 20 sein muss, aufgrund wie die Figuren vorhin gestanden sind, und um einen Stärkebonus zu bekommen. Dann schauen wir uns das Ganze an. Reichweitentechnisch sind knapp 25 cm, das heißt lange Reichweite. Dann sind wir auch schon bei der Trefferermittlung. Der dunkle Pirat feuert auf die Beine und auf den Kopf. Den Kopf hat Rosso verteidigt. Dann hat er noch den Unterleib
und den rechten Arm. Somit treffen die Beine. Der dunkle Pirat hat auf eine Stärke von 4. Diese wird um plus 1 erhöht aufgrund der Schattenmacht, die wir eingesetzt haben, damit Stärke 5 plus eine Schicksalskarte von 9. Das ist 14. Und Rosso hat einen Widerstand von 4, was ziemlich gut ist im Spiel. Ist 11. Rosso bekommt 3 Punkte Schaden. Ist noch nicht so viel. Er ist noch im weißen Bereich. Noch hat noch immer einen Moralwert von 8. Wird aber jetzt schon langsam eng für die Piraten. Und dann fällt natürlich noch die Prüfung, ob es ein kritischer Treffer ist. Nein, ist es nicht. 3 Schaden haben wir gemacht, eine 5 wurde gezogen. Also kein kritischer Treffer. Also die Banshee wurde uns zwar jetzt vernichtet, hat sich aber in Rauch aufgelöst und einen Jamin hinterlassen. Und da die Banshee selbst noch nicht attackiert hat, darf der Jamin jetzt aktivieren. Beziehungsweise die Banshee gar nicht aktiviert hat, darf der Jamin jetzt aktivieren. Und bewegt sich einfach zweimal mit komplexer Bewegung, 20 cm maximal bis hier herunter. Und bleibt hier dann stehen. Damit bleiben wir gleich hier drauf und wechseln hier nur kurz die Kamera. Hier auf Curly N, die da hinten noch immer in Panik ist. Sie hat nach wie vor nur noch einen Lebenspunkt und Moral von 4. Wir ziehen eine Schicksalskarte. 7 ist natürlich zu hoch und sie flieht wieder 2 Schicksalskarten weit, 8 cm. 8 cm ist jetzt ausreichend. Sie flieht vom Spielfeld und ist damit aus dem Spiel. Und so kommen wir jetzt da in Richtung der finalen 8. Runde. Es ist nicht mehr viel. Hier ziemlich mittig stehen noch Rosso und der Pirat. Und die Schatten haben sich hier schon vollkommen zurückgezogen. Der Flüsterer sollte es auch schaffen, in die Aufstellungszone zu kommen bis jetzt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein aufzuhalten. Und hier stehen noch der Schemen und der dunkle Pirat. Dann bekommen sie jetzt noch für das Ende der Runde wieder 2 Schattenmachtpunkte und einen aufgrund der Fähigkeit vom Flüsterer, sind damit wieder auf 5 und wir starten in Initiative-Ermittlung für Runde 8. In der letzten Runde hatten die Schatten die Initiative, obwohl durch die Flink-Sonderregel der Rosso dann zuerst aktivieren konnte. Daher müssten eigentlich die Piraten jetzt da beginnen mit der Initiative-Ermittlung. Rosso hat nach wie vor noch Moral von 8, 12 und der Flüsterer hat 6, 16. Das heißt, wir sind wieder bei den Schatten, die die Initiative haben. Die Schatten möchten auch gleich wieder anfangen. Und zwar der dunkle Pirat wird wieder seine insgesamt 3 Schattenpunkte ausgeben, 2 um seine Reichweite zu erhöhen und einen um die Stärke zu erhöhen und wird dann mit seiner ersten Aktion zielen und mit der zweiten Aktion auf Rosso schießen. Dadurch hat er jetzt im Angriff eine zusätzliche Trefferzonenkarte. Und zwar von der Reichweite her wissen wir, dass sich nichts verändert hat. Es ist noch auf lange Reichweite, wäre stärketechnisch egal, weil beide Stärke 4 ist beim dunklen Piraten. Plus 1 aufgrund der Schattenmacht und dann schauen wir mal. Und zwar geschossen wird auf den rechten Arm, den linken Arm und den Unterleib. Und Rosso verteidigt den rechten Arm, den Unterleib, hat aber noch den Kopf. Das heißt, der linke Arm trifft. Dieser Treffer wird jetzt mit Stärke 4 und Stärke 5 ausgeführt plus eine Schicksalskarte ist eine 9 und Rosso verteidigt mit einer 4 ist auch 9 mit einer 5, also kein Schaden bei Rosso. Damit ist der dunkle Pirat fertig mit seiner Attacke. Als nächstes möchte der Pirat aktivieren und zwar mit 30 cm Reichweite bei seiner Waffe möchte er zielen, möchte er zuerst nachladen, so, er möchte nicht zielen, er muss erst nachladen. Also mit seiner ersten Aktion möchte der Pirat
nachladen und mit der zweiten Aktion auf den dunklen Piraten schießen probieren. Also schauen wir mal mit der Reichweite. 30 cm geht sich aus. Damit wäre der Treffer in Reichweite, lange Reichweite mit Stärke 4. Und zwar der Pirat schießt auf den Unterleib und auf den rechten Arm. Der dunkle Pirat hat zwar den Unterleib verteidigt, aber den linken Arm, nicht den rechten, und sonst noch den Torso. Also der Treffer des Piraten geht durch auf den rechten Arm mit einer Stärke von 4 auf lange Reichweite. Leider nur eine 2, das heißt 6, dafür aber eine Ereigniskarte. Ich lasse das nochmal hier liegen. Und der dunkle Pirat hat einen Widerstand von 2 plus 4 ist 6. Also auch hier kein Schaden durch den Piraten. Damit sind die Schatten an der Reihe. Der Schemen aktiviert und bewegt sich einfach in Richtung der Aufstellungszone hier nach hinten. Einmal eine Aktivierung und dann geht er hier noch nach hinten in Sicherheit. Steht dann hier hinten jetzt die komplette Restmannschaft der Schatten beisammen. Bei den Piraten ist jetzt nur mehr Rosso an der Reihe. Der möchte jetzt zum Schluss noch, weil es eh seine letzte Aktivierung auch ist, das gute Augenmaß spielen. Und damit kann er jetzt da eine beliebige Distanz von seiner Basis aus messen, bevor er die Aktion ansagt. Und dort schauen wir einfach mal. Er hat hier jetzt 26 cm bis zum dunklen Piraten. Sie hier das nochmal ansehen. Er hat hier, er darf vorher messen, hat eine Entfernung von 26 cm ungefähr. Rossos Waffe hat eine Reichweite von 30 cm. Damit ist er in Reichweite. Mit dem Wissen kann er jetzt mit seiner ersten Aktion eine seiner Waffen nachladen und mit der zweiten Aktion noch einen Schuss ansagen auf den dunklen Piraten. Und nur zur Vollständigkeit, weil es uns gerade aufgefallen ist, bevor wir die Trefferermittlung jetzt machen, durch das vorherige in Panik hinauslaufen vom Spielfeld hätten die Schatten noch eine zusätzliche Schattenmacht bekommen, denken wir, und damit wären sie wieder auf 3 Schattenmacht. Macht jetzt zwar keinen Unterschied mehr, weil wir eh schon am Ende des Spiels sind, aber weil es uns eben gerade aufgefallen ist. Und damit machen wir weiter mit der Trefferermittlung. Zwar Rosso schießt in den Unterleib und auf den Kopf, und zur Verteidigung der dunkle Pirat hat auch den Kopf und dann noch den rechten Arm und die Beine. Somit trifft der Unterleib mit einer Stärke von 5 auf lange Reichweite bei Rosso. Das ergibt eine 3 plus die 5 ist eine 8. Und der dunkle Pirat hat einen Widerstand von 2 und 7 ist 9, also wieder kein Schaden. Damit ist diese doch recht fragwürdige Schussgenauigkeit von Rosso auch vorbei und auch eigentlich alle Aktivierungen sind soweit durch. Der Piraten, Rosso und der Pirat haben aktiviert, Curly N und der Cuchillo sind draußen. Damit sind alle Aktionen soweit durch, bis auf die letzte Aktion des Flüsterers, der jetzt als letztes aktiviert und sich natürlich in die Aufstellungszone bewegt. Wir sehen hier, er ist schon fast drinnen, er bewegt sich aber einfach diese 18 cm möglichst weit herüber, nimmt den Schatz mit und steht damit fast ganz am Ende in der Aufstellungszone der Schatten. Und das Spiel ist damit mit der letzten Aktion beendet. Das war jetzt der erste Spielbericht hier auf dem Kanal mit einem Sieg für die Schatten. Was mich persönlich natürlich freut, weil ich die Schatten mit den richtigen offiziellen Regeln noch nicht gespielt hatte, sondern eben nur zu Testzwecken in der Beta.
natürlich auch dementsprechend die Regeln lernen musste, mir ein bisschen das anschauen wollte. Und man muss auch so fair sein und sagen, dass von anderer Seite die Piraten nicht so gut bekannt waren, auch von den Regeln des Spiels her, sodass ich generell mit den Schatten auch dorthin gehend, was das Spiel selbst betrifft, schon Vorteile hatte. Dass da aber alles in allem, schätze ich, schon ein nicht zu, würde ich schon sagen, ist es ein nicht zu dominantes Spiel gewesen. Wenn wir hier schauen, wir haben auf der rechten Seite noch Rosso, der eigentlich noch ganz gut steht. Und auch der Pirat ist noch im Spiel. Und bei den Schatten eben noch der dunkle Pirat, der schon ziemlich angeschlagen ist. Und dann ganz hinten der Flüsterer selbst, der mit dem Schatz bis zurück in die Aufstellungszone gekommen ist und damit das Spiel gewonnen hat für die Schatten. Und dazwischen eben noch der Schemen. Aber die Schemen sind ja keine Charaktere, die man so anheuert, sondern das ist eine Sonderregelung, eine Sonderfertigkeit der Schatten, dass diese eben auftauchen, wenn ihre Modelle zerstört werden bzw. sich in Rauch auflösen, dann entsteht so ein Schatten. Und daher zähle ich das Modell nicht unbedingt jetzt mit, aber wie man so sieht, von beiden Seiten wurden die Hälfte der Modelle jeweils ausgeschaltet von den Vieren und zwei Modelle stehen eben noch immer am Feld am Ende des Spiels. Und war eigentlich für das, dass das nur ein kleines 255 Dublonenspiel mit den Starterboxen gewesen ist, eigentlich schon sehr interessant. Auch auf dieser Spielfeldgröße wäre es ja noch ein bisschen spannender gewesen mit mehr Modellen. Vor allem hat man auch gesehen, es wurden uns doch ein paar Mal die Schattenmodelle auch ausgeschaltet, wie der Schleicher oder die Banshee. Und es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr, sich so weit vernünftig dann mit den Schemen zu bewegen, um noch einmal ein Modell zurückbringen zu können, beziehungsweise aufgrund der geringen Anzahl von Figuren war auch immer nur ein einziger Schemen auf dem Spielfeld, wenn einer da gewesen ist. Und daher gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, wieder Modelle zurückzubringen. Das wäre vermutlich interessanter bei einem größeren Spiel gewesen. Da hätte es sicher die eine oder andere Möglichkeit geben können. Alles in allem muss ich auch sagen, gefallen mir die Schatten vom Spielstil her ganz gut. Ist wirklich interessant zu spielen. Ich hatte schon die nächsten Figuren, beziehungsweise habe ich mittlerweile eh alles, was zum jetzigen Zeitpunkt heraus ist. Das ist Anfang Mai ungefähr, wo das aufgenommen wird. Also kurz bevor die Mai-Releases dann veröffentlicht werden, wo ich das hier aufnehme. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich alles an Figuren. Und jetzt geht es noch darum, die restlichen Schattenfiguren dann zusammenzubauen und weiter zu bemalen, um dann auch weitere Spiele machen zu können mit größeren Dublonenwerten bzw. auch neue Charaktere ganz einfach hier auf dem Feld zu zeigen. Und was noch vielleicht zu sagen, ja, wir haben auf jeden Fall Fehler gemacht. Wir haben, wie zum Beispiel bei Curly N zum Schluss, hätten wir diesen Schattenpunkt noch bekommen, der aber keine Auswirkungen mehr gehabt hatte. Wir haben es nur jetzt vorhin auch erwähnt. Aber die anderen Sachen haben wir sicher vergessen. Was mir so in den Sinn kommt, sind zum Beispiel bei den Schätzen. Wenn dort eine Falle war, haben wir keine Trefferermittlung in der Hinsicht gemacht. Dann nach der Schadensermittlung, ob es ein kritischer Treffer ist, was glaube ich auch der Fall hätte sein müssen, sondern wir haben nur den Schaden ermittelt und das war's. Aber setz uns nach. Es ist doch ein bisschen was anderes, als wie wenn man jetzt ein einfaches Spiel spielt, also das ganze Gedanken mit dem Spielbericht und so weiter ist schon noch zusätzlich mir. Ich hoffe, der Spielbericht hat euch gefallen und trotz des ein oder anderen Fehlers oder vielleicht auch taktischen Spielfehlers hat euch der Bericht gefallen. Würde mich natürlich interessieren, wenn ihr da Kommentare unten reinschreibt, was vielleicht geändert werden sollte oder was euch vielleicht gefallen hat, damit man dort in diese Richtung dann auch weiterarbeiten kann. Und das ist auch der erste Spielbericht auf dem Kanal, also war es auch nur mal ein Testlauf, um zu sehen, ob überhaupt in der Ausrüstung Battle Reports möglich sind. Und damit verabschiede ich mich hier jetzt aus dem Report und wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video. Bis dahin, ciao!